Von Lisa Schwesig: Wer Arzt werden will, braucht ein sehr gutes Abitur. Wer das nicht hat, kann Wartesemester in grauen Haaren zählen. Das könnte sich nun ändern. Verfassungsschützer entscheiden heute über die Zulässigkeit des Notenschnitts. Ein Urteil mit Signalwirkung. 6 Jahre und 3 Monate müssen Studierende in der Regel in ihr Medizinstudium investieren, um als Arzt praktizieren zu dürfen. Gewartet haben viele aber 7 und mehr Jahre, ehe sie überhaupt einen Platz an einer staatlichen Universität bekommen. Denn wer sein Abitur nicht mit einer Not von 1,0 bis maximal 1,2 besteht, hat wenig Aussicht und muss lange Wartezeiten in Kauf nehmen. In den meisten Studiengängen an staatlichen Universitäten gibt es deutlich mehr Bewerber als Plätze. Daher gilt in vielen Fächern der Numerus Clausus, kurz NC. Das Name ist lateinisch und bedeutet beschränkte Zahl. Der Begriff wird häufig synonym als Zulassungsbeschränkung verwendet. Der NC richtet sich in jedem Semester nach der Anzahl der Bewerber und den verfügbaren Plätzen. Je mehr Abiturienten sich auf dieselbe Studienrichtung bewerben, desto höher ist der NC. Im Fach Medizin liegt er fast bundesweit bei 1,0, in Schleswig-Holstein bei 1,2. Doch die bisherigen Zulassungsbeschränkungen, umgangssprachlich Numerus Clausus, NC, genannt, im Fach Medizin könnten fallen und den Studiengang für alle zugänglich machen, die zwar eine Begabung, aber nicht die bisher notwendige Abiturnote mitbringen. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet nun über eine mögliche Abschaffung der Zugangsberechtigung. Seit Jahren wird dagegen geklagt. Im aktuellen Fall bemängeln 2 Medizinanwärter, dass die Wartezeiten trotz Vorkenntnissen und Eignungsprüfung zu hoch seien und berufen sich auf den Artikel 12 des deutschen Grundgesetzes. Dieser besagt, alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Der NC schränkt die freie Wahlmöglichkeit aber erheblich ein, nicht nur im Fach.